Moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns hier in Kurs mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute mal wieder zurück zum Minecraft Server 3 Projekt. Dabei ist heute nur der Dominik. Der Dominik, so. Mein Gott, ey. Ach, jetzt geht's schon los. In der letzten Folge konntest du dich sprechen, jetzt geht's bei mir los, ja. Ja. Ja, was steht in dieser Folge an? Und zwar einfach mal so ein bisschen gucken, was hier so los ist. Also, können euch jetzt erstmal zeigen. Ich zeige euch jetzt erstmal. Ja, wie jetzt das Ganze. Ja, Gestalt angenommen hat. Hier, und zwar haben wir hier noch einen Zaun gesetzt, einen drum und dran, haben wir ein paar Blumen gesetzt, ausgeleuchtet. Ich und der Dominik haben auch die wundervolle Idee, das hier mal auszuprobieren, hier mit den mit Laub hier, so eine Laubwand. Und ich muss echt sagen, das sieht echt gut aus. Also, hätte ich nicht gedacht, aber sieht echt gut aus. Und der plant der Dominik dann, oder wir, das war Dominik seine Idee, noch ein Schwimmbad zu bauen, ein kleines. Dann ist ja die Fläche auch sinnvoll verbaut. So ein Schwimmbad ist natürlich ohne schöne Freizeitaktivität, muss man ja einfach mal sagen. Genau, also zumindest sieht das echt schön aus. Das haben wir ja überlegt, dass wir hier vielleicht nochmal einen Plattenbau hinbauen, um die Plattenbausiedlung zu erweitern, aber das Schwimmbad spricht mich eher mehr an, muss ich einfach gesagt sagen. Genau. Ja, genau. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Und... ja, wir haben hier im Tag nochmal die Bäume komplett neu gesetzt und gelegt. Und ja, drinnen sieht es mittlerweile so aus, aber ich glaube, das kennt ihr ja mittlerweile schon. Unsere Neverwarzen, die wachsen auch hier schon. Wir haben auch schon die ersten hier in der Kiste, die ersten 58 Stück. Das braucht man natürlich alles zum Brauen. Da nach und nach nimmt alles hier langsam Gestalt an. So, aber ich werde erstmal gucken gehen, also erstmal nach Hause, ich werde erstmal gucken gehen, ob ich hier meine Werkzeuge reparieren kann, ob ich schon genug Level habe. Und dann gucken wir mal weiter, was wir dann machen können. Erstmal schlafen gehen hier. Was mir einfällt, was ich eigentlich auch mal machen könnte, die Tiere füttern. Hier bei unserer Maxenzuchthaltung. Eigentlich wollte er das Benifon machen, aber... ne. Oh ja, da. Na gut, aber der Junge ist fertig. Naja, schlecht geschlafen die Nacht, dann naja, 8 Stunden arbeiten. Das ist schon nicht ganz ohne, muss man sagen. Das ist hart, ja. Ah, so ist es. Muss auch mal sein. Allgemein die Woche. Die Jamie, da geht's die Woche nicht so gut, also zumindest heute nicht so gut, dass sie an den Aufnahmen nicht teilnehmen kann, aber wir haben immer feste Aufnahmetage. Und in dem Fall ist das jetzt Freitag, der 17.03.2023. Ja, das plane ich immer vorher und dann im Familie auch ich, ne? Ihr kennt es ja. Ja, und falls ihr natürlich noch Interesse habt und gerne mitmachen möchtet, hier bei diesem Minecraft-Projekt, könnt ihr es uns natürlich sehr gerne mit unten ja, in die Kommentare schreiben. So, wollen wir mal gucken hier. Level 34. Ach du Scheiße, Alter. Ist das ja zu teuer? Wow. Morgen ist der 18.03. und genau morgen in 2 Monaten bin ich 1 Jahr mittlerweile dabei. Eieiei. Ja, schau mal. Zu teuer. Hier zu teuer bei der Diamantspitzhacke. Okay. Wie die Zeit vergeht. Ja. Achso, hier braucht man eine Ladung, Dixia. Ja. So eine Scheiße hier. Ja gut, zumindest kann ich meine Schipperatorin. Wie gesagt, was. So ist es. So nie anders. So ist es. So, das Inventar erstmal leer machen hier wieder. Ich meine, ich muss auch mal wieder farmen gehen, richtig, ey. Vielleicht kannst du ja mal, wenn du dann das Video schneidest, auch das Bild, wo ich vorhin reingesendet habe beim Ding im Discord, vielleicht auch einblenden mit dem Steam. Ja, könnte ich auch nicht noch machen. Dass die Leute das auch dann Bescheid wissen, wann immer, ja, ne, billiger genau. Das Zeug ist. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was wir meinen, Steam hat mal wieder eine Rabattaktion, und zwar die Frühlingsrabattaktion. Bis wann geht's denn nochmal? Jetzt vom 16. März bis zum 23. Genau, wo ihr bei Steam sämtliche Spiele, DLCs und allem nochmal dran vergünstigt bekommt. Manchmal glaube ich bis zu 80% Rabatt. Das lohnt sich dann schon wirklich. Und der Dominik hat auf dem Discord mal reingeschickt, wie über das Jahr dann die ganzen anderen Angebote sind. Mhm. Ja, das ist natürlich dann schon praktisch. Also, wenn ich das nicht vergesse, tue ich das euch hier mal mit einblenden, beziehungsweise ihr könnt auch eigentlich auf dem Discord vorbeischauen bei mir. Und dann seht ihr das dann.
eingeblendet irgendwo. Nur wenn ihr wollt. Müsst nicht, natürlich. Genau, alles kann, nichts muss, ne? So, alles kann, nichts muss. Oh, local. Ordnung schaffen wir im Inventar. Kisten wir irgendwie mal einsortieren, aber was soll ich auch machen? Das will ich euch jetzt nicht antun hier in der Folge. Aber was ich jetzt machen werde, wir werden jetzt erstmal die Tiere füttern. Slash home. Nee, weg. So. So. Ich drücke halt die Tasten und nicht das, was ich drücken soll oder will. Ja, und hier freue ich mich schon, wenn hier dann die Kirche hinkommt, die große Dorfkirche und dann ein Park. Das sieht dann bestimmt richtig geil aus, ey. Aber du hast schon recht, Dominik. Wie du es schon gesagt hast, es sieht irgendwie sehr, sehr, sehr nackig aus. Ja, das ist halt, das Dorf fehlt, das ist definitiv. Ja, man hängt so ein bisschen auch daran, ne? Ja, man meint rausgebaut, aber ey, da habe ich so lange gebraucht, denn ihr habt irgendwie 8 Häuser in der Zeit gebaut, wo ich eng gebaut habe. Was meinst du jetzt hier, deine Kirche? Kirche sei schon, dein Schloss? Nee, mit der Schwarzeiche. Achso, das erste da. Was auch so blockmäßig ist, ne? Genau. Mhm. Aber ist auch cool geworden, ne? Oh, wie viel weiße und graue Schafe wir mittlerweile haben, ey. Das ist geil. Ja, was schön wäre, waren mal ein paar schwarze Schafe. Ja gut, Kühe haben wir immer noch genug gebacken, nämlich ineinander. Naja, ja, das ist auch der Trick an der Sache, dass du die jetzt hier drinnen füttern tust nur. Die bringen sich gegenseitig um und unten ist ja so ein Lorn-Schienensystem. Und das sammelt dann die Items auf, weißt du? Ja, das Fleisch und ein Hühnern nicht überfallen, das ist. Ja, brauchen wir auch nicht, weil bei den Hühnern, da haben wir ja viel zu viel, also. Jetzt habe ich schon wieder 16 Eier nur am Vorbeigehen, Alter. Naja, das ist immer furchtbar, ey. Deswegen, also von Dinger, wir könnten sie eigentlich alle töten, wir brauchen nie wieder Hühner. Nie wieder Eier. Guck mal. Ey, hör auf. Nein, hör auf. Oh, das war eine Kuh. Hilfe, hier ist ja genauso viele Eier. Ah ja, das hat der Dings hier gebaut. So, komm. Okay, Dominik, komm, wir tun die Hühner umbringen jetzt hier. Hab ich noch so voll hier von den ganzen Kackdingern hier. Alter. Braucht man nicht. Schön ist, wir brauchen das nicht mal einsammeln. Das macht alles die Dora. Hier ist keine Lore mehr. Doch, unten drunter. Das ist alles Trichter hier unten drunter. Ah ja, hier Huhn ja. Schön gebraucht mit Fleisch teilweise noch. Oh, ja, klar. Geil. 20 Braten. So, die Dinger füttern hier, die Schweinchen. Die kriegen nämlich Karotten. So. Massenzuchthaltung. Warte mal, hier sind auch Hühner drin. Ja, von was denn wohl? Wenn ihr die ganze Zeit hier eure komischen Hühner überall reinschmeißt? 3 Hühner, nee, 4, 5. Ah, keine Ahnung. Die können da hier drinnen bleiben, ist mir egal. So, wir haben eine Karotte, war noch keiner. So, da hast du die letzte, perfekt. Hans gebracht mit Chicken. Lecker. Ah. du hast ein Hühnchen-Ding vergessen. Wo? Ja, dreh dich mal rum. So flattert das. Tot. Ja. Wo? Was da drinnen meinst du? Ja. Ach doch, die können da drinnen bleiben. Lass die da drinnen. Oh. Das ist ein schönes Anschauungsmodell. Ja, was denn ist das so? Sind immer noch Lebewesen. Oh, Kartoffeln. Scheiß auf Lebewesen. Kartoffeln gestibitzt. Lecker. Kartoffeln. Digga, allgemein hier, so viele Tiere laufen hier frei rum, Alter. Hier oben wieder so ein scheiß Schaf hier, Alter. Stirb. Wie viel graue Wolle wir haben, ey. Ein Stack 40. Na ja. Ist alles da, um dann vernünftig zu bauen. Das ist auch ein Schaf, Alter. Junge, ey, wirklich, das kotzt. Du lass es doch leben. Wo ziehst du hin? Ich bin nicht treffsicher, ja, mit dem Bogen. Hab ich so oft gespielt? Sag, ich habe immer getroffen und so. Nein. Bin halt nicht so hier. Mein Bogen hat Stärke 2 drauf. Hm. Das weiß ich nicht, was mein Bogen drauf hat. Ich habe Unendlichkeit. Ich kann dir gleich sagen, was meiner drauf hat. Ich habe Flamme, Stärke 2 und Haltbarkeit 3. Naja. Ist ja besser. Aber ich glaube, von Benny irgendwie so ist er. Hat Benny mir zumindest gegeben. Mhm. Stimmt, was wir doch eigentlich heute mal machen wollten. Was? Gebarhof.
Ja, könnte man mal machen, oder? Muss man Holz holen. Ja, also hatten wir das schon in einem Video gezeigt? Ich glaube schon, ja. Aber ich muss es mir sowieso erstmal angucken, weil ich erstmal wissen muss, was braucht man überhaupt. Ja, gut, ein Stackholz definitiv. Also, naja, einiges. Schwarzeiche brauchen wir auch. So, erstmal kommen wir die Wildzerbleiter weg hier, den braucht man nämlich nicht. Und Glas brauchen wir. Türen brauchen wir, glaube ich, oder? Nee, nicht Türen. Treppen brauchen wir, Also auf alle Fälle brauchen wir erstmal Eichenholz, das hole ich erstmal hier. Genau, und Schwarzeichen brauchen wir auch. Schwarzeichenholz brauchen wir auch. Das hole ich uns erstmal hier, das besorge ich uns erstmal. Leider habe ich keine Loch, ich weiß immer noch nicht, wie in den Craften geht. Mit Eisen. Wie jetzt die genaue Reihenfolge ist, kann ich das auch nicht sagen, aber ja. Mit normalen Eisen, also Eisenbarren oder? Ich glaube ja. Aber du kannst es auch eingeben hier als Rezeptbuch. Ah, hab's. Eigentlich. Naja, hab's schon. Na, siehst du. Ist immer scheiße, wenn ich so laufen muss. Das geht echt. So. 20 Chicken gebraten, perfekt. Dann wieder die andere Dinge aus. Dort wieder rein. So. Gut. So, wenn ich einen Lowpads hab, dann kann ich auch immer überall hinfahren. Das ist gut. Stimmt. Ist natürlich zum Vorteil. Aber eine direkte Linie zum Bahnhof wäre von mir aus noch geil. Naja, hast du ja dementsprechend. Du musst eben halt hier nur einmal die Schiene wechseln, halt, weißt du? Weil es ja einfach nur ein Zwischenhalt ist. Ja, ich weiß, ist ein bisschen blöd, aber geht halt leider gerade aktuell nicht anders. Weißt du? Ja, mein Gott. Aber du wirst auch damit leben können, oder? Ja. Naja, gut, meine Schienen sind jetzt nicht wirklich schnell, ne? Also man braucht schon Ewigkeiten. Ja, aber das macht halt der Weg, ne? So, gut. Also hier. So. Warte mal, die Schiene geht dann zum Bahnhof. Ich muss mir das mal überlegen. Dann muss ich. Servus. Ich bin gerade mit der Zug hierher. Ah, oh, nein. So. So. Na toll, jetzt wird da alles überflutet. Auch noch. Du musst Sachen. Nein. Was denn du hier? Egal mit dem scheiß Wasser, Alter. Tschüss, Wassereimer. Könntest du vielleicht kurz nach Hause, wenn es machbar wäre? Und schlafen? Nur wenn es machbar ist. Ja gut, nee, ich geb's heute auch auf. Jetzt schreibe ich dir schon wieder, Alter. Oh. Naja. Ist heute alle ein bisschen durch. Passiert halt manchmal, ne? Vor allem du bist vorhin 7 back, ich jetzt 7 home. Perfekt. So ist das manchmal, ne? Mhm. Dann überlegen wir, ob ich das jetzt hier gemacht. Wir sind ja nur alle Menschen, ne? Ah ja, sowieso. So. Ach doch, ich glaube so. Oder? Oh, ich glaube. Aber ja, das Ganze, das Rezept nicht mehr so ganz genau weiß hier, wie das mal war, ist das so schwierig. So, das sah mir hier noch so aus. Servus, ich komme angefahren. Oh. Wo ist er? Bio. Ja. Sehr schön. So. Dann werde ich hier das Dach erstmal machen. So. Ich habe leider kein Holz, kann leider nicht mitmachen. Alles gut, alles gut, alles gut. So. So, machen wir erstmal um das Dach da fertig. Und zwar brauche ich erstmal hier noch ein paar Dinger hier von. Nicht jetzt an hier. Also. Aber dass der so abgebrannt ist, ey, das verstehe ich immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, an was das liegt hier. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden, was das Problem hier war. Weil ich bin von mir aus halt zu dir gelaufen.
Und dann hatte ich das halt von unten gesehen, dass der. Ja, das hast du ja gesagt. Ja, weiß ich nicht, aber vielleicht ist wirklich das enge Schlangen. Du hast ja gesagt, es hat geregnet, hier war ein Blitzableiter und die funktioniert ja nicht so richtig, haben wir ja schon festgestellt. So, gut, das Dach ist ja schon oben schon mal repariert. So wie Benny gemeint hat, tun sie eher anlocken, anstatt. Naja, genau. Nein. Also, heute gebe ich das wirklich auf. Heute ist vorbei. So. So. Wann ist jetzt hier? So, servus. Der neue Schwimmmeister. Servus. Wie das hier war, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, wie das jetzt hier mal war. Ach, Digga, was mache ich denn hier für eine Scheiße schon wieder, ey? So. Ich glaube, es ist Zeit für Bett gehen. Naja, für mich dann auch gleich da. So. Ich bin auch müde, Alter. Aber irgendwie wir alle irgendwie. Na, wer weiß, vielleicht macht was auch das Wetter. Oh, das Wetter ist schuld. Das Wetter ist immer schuld. Klar, das sowieso. Das sowieso. Das sowieso. Ach so, ne? Bei mir. Gar nicht so ein Schleim oder was das wie das nochmal sehen ist dann unten am Bahnhof im Wasser. Und ich bin nur ins Falsche gekommen, keine Ahnung. So. Dort steht DW. Achso, das ist ja hier auch abgebrannt gewesen, stimmt. Deswegen, ich habe das Schild dann nur dorthin mit DW. Ich weiß, wie was dort war. Exit stand dran, aber es kommt hier hin. Warte mal, hier steht Exit. Achso. Ah, okay. Hier geht's runter, ne? Ja. Okay, gut. Na gut, dass du sagst, dann kann ich das jetzt tauschen, nämlich. So, und zwar kommt das hier dann weg. Oh ja. Yeah. Exit hin. Exit. So. Kein Durchgang. So, mal reinschreiben. Durch. Ja, ich glaube, hier muss noch ein bisschen das Dach größer gemacht werden. Oh. Nee, ich weiß nicht mehr, wie das. Ich habe auch keine Ahnung. Das bleibt jetzt einfach so. Scheiß drauf. Danke, du hast auch keinen Zaun hin. Ich bin gerade runtergefallen. Ja, den Zaun, den wollte ich jetzt auch machen. Bin schon dabei. Was brauchen wir? So. Ein paar Stöcker herstellen. Hier. So. Mein Gott, wie war denn so ein schwuler Zaun jetzt hier zu craften? Mein Gott, Digga, bin ich komplett blöde. Oh, Digga, komm, ist doch jetzt. Hör doch mal auf, Alter! Oh, wieder so ein Punkt, wo man hier nicht rauskommt, Alter. Du ärgerst heute wirklich, ne? Du ärgerst heute ganz schön. Ich will doch mit dem Zaun. Ich merk schon, ne? Ich brauch mir nochmal einen scheiß Zaun. Achso, alles okay. Mensch, sag's doch gleich. So. So. Und der Zaun hier hin. Zack, zack. Zack, 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 zack. Das muss weg hier. Ist sonst lebensgefährlich. So. Ja gut, der Jero geht hat Pech gehabt. So, so. Ach, scheiß drauf. Gut. Notdürftig. Notdürftig repariert. Auf anders. Das ist doch nicht richtig, weil ja, ich muss kurz als das haben wir im Video gucken mal, wie das war. Und ja, guck mal. Aber wir haben jetzt das Video voll, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Schaut gerne auch beim Dominik auf seinen YouTube-Kanal vorbei und auf seinen TikTok-Kanal. Link dazu unten in der Videobeschreibung von den anderen Mitspielern. Natürlich sind die Kanäle auch unten alle in der Videobeschreibung verlinkt.
würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, ein Abo da lässt, Glocke aktivieren tut, um zukünftig keine weiteren Videos oder Leistungswerte von mir zu verpassen. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.